So, herzlich willkommen zurück nach der Mittagspause. Ich freue mich, dass Sie alle zahlreich wieder erschienen sind und wir keine großen Ausfälle zu verzeichnen hatten. Das heißt also, das Mittagessen war offensichtlich in Ordnung. Hat es geschmeckt? Ja, sehr gut. Das ist sehr wichtig. Ich hoffe, Sie haben nicht zu viel gegessen. Nein. Damit Sie jetzt nicht in Suppenkoma fallen, denn jetzt ist natürlich der schwierigste Part so eines Tages hier zu erledigen und deswegen müssen wir ganz feste Daumen drücken, dass der Christian Schnur das alles gut über die Bühne bringt hier. Ich bin aber sehr zuversichtlich, weil nach dem Mittagessen ist es natürlich total schwierig, die Leute alle wieder mitzunehmen. Machen Sie es ihm nicht so schwer. Jetzt geht es nämlich um das Thema Wohndachfenster. Licht, Luft und Sonne soll ins Gebäude und da geht es natürlich auch um das Thema Verglasung. Deswegen bin ich schwer gespannt, was wir jetzt alles von dir hören. Bitteschön. Dankeschön, ja. Ja, das ist natürlich ein Thema, von dem man nicht alle Tage hört. Wir haben jetzt hier ein Loch ins Dach gemacht. Das ist jetzt grundsätzlich erstmal gar nicht so gut. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das entsprechend wieder dicht kriegen. Also, dass wir den Anschluss nach den Fachregeln ordentlich herstellen, das werden wir gleich im Anschluss an den Vortrag machen. Aber wenn man sich es mal genau anschaut, mit welchem Material wird dieses Loch denn jetzt hauptsächlich aufgefüllt? Also außer den Anschlüssen, aber die Fläche ist letztlich eine Glasscheibe. Und über diese Glasscheibe macht man sich eigentlich nie Gedanken. Man denkt nur an das Glas, wenn es kaputt ist und man muss es austauschen. Oder wenn man ein dreifach verglastes Fenster transportieren muss, weil das Ding ist mörderschwer. Wir haben unser schwerstes Fenster, was wir haben, sind in der Zwischenzeit 125 Kilogramm mit so einer dicken Dreifachverglasung, Schallschutzverglasung. Da kommen schon Gewichte zusammen, die sind schon nicht mehr feierlich. Aber wir wollten trotzdem über die Scheibe an sich sprechen, weil wie gesagt, das ist jetzt ein Teil der Gebäudehülle. Es gibt auch eine Menge darüber zu erzählen und eigentlich gibt es auch eine Menge zu erzählen im Bauherrengespräch, in der Beratung. Da läuft es letztlich darauf hinaus, was wir uns hier anhören, ist hier kein Selbstzweck, sondern soll dazu irgendwas führen und im besten Fall, dass man im Beratungsgespräch dran denkt, hoppla, da ist jetzt etwas, das könnte ich mit ins Spiel bringen, das hat der andere, der Wettbewerber vielleicht nicht mit ins Spiel gebracht, wenn man ein bisschen aufpasst und die Situation gut erfasst. Die Folie habe ich jetzt mal drin gelassen, zum kurz mal vorstellen. Und das Unternehmen ist hier vielleicht nicht so bekannt hier im Norden. Ich bin Mitarbeiter im Campus-Team. Wir haben einen großen Schulungscampus. War schon mal jemand da in der Runde? Jawohl. Also der ist deshalb groß und mit 22 Dachöffnungen, weil wir gemerkt haben, wenn wir nur erzählen, wie montagefreundlich die Produkte sind, dann kann man das glauben oder nicht. Wir werden ja dafür bezahlt. Aber wenn man das selber in die Hand nimmt, dann kann man halt wirklich erleben, was die Details vielleicht bringen können. Ich bin auch nur selten unterwegs. Wir sind im Campus ziemlich stark eigentlich unterwegs. Das Unternehmen hat den Hauptsitz in Bad Mergentheim im lieblichen Taubertal. Und nur zur Info, das sind immerhin insgesamt rund 4.500 Mitarbeiter, also schon ganz schön angewachsen. Und besteht aus dem Teil Fenster- und Türtechnologie, also das heißt das Thema Beschlagssysteme für normale Fassadenfenster. Und da kennt man uns auch seit 1935 als Erfinder des Drehkippbeschlages. Guck mal, das rotiert ja total, hat man damals gesagt. Rotation total, Roto, da kommt tatsächlich der Name her. Der etwas kleinere Teil von dem Ganzen ist Dachsystemtechnologie, so heißt es jetzt ein bisschen hochgefahren. Nämlich Dachfenster, hier sieht man mal das Firmengelände. Und das sind insgesamt rund 1200 Mitarbeiter europaweit. Wir entwickeln, produzieren und vermarkten die Fenster komplett in Bad Mergentheim und machen in der Saison, wenn es gut läuft, so rund 1000 Fenster am Tag, das mal so als Größenordnung. Ja, wenn man sich jetzt das Glas anguckt, hier sind ja schon viele Begriffe gefallen mit Hagel und Hitze und Wärme und allem drum und dran. Das betrifft natürlich auch die Glasfläche. Und ich habe jetzt hier so die Stichwörter alle mal runter hintereinander aufgeschrieben. Schaltschutz, Tageslichtplanung kommt jetzt noch dazu, die Sicherheit von außen und von innen, da hat er sogar das Thema Einbruchsicherheit kommt mit dazu. Also doch eine ganze Menge Faktoren als Stichwort und natürlich auch eine ganze Menge Faktoren als strenge Vorgabe über entsprechende Regelwerke, DIN-Normen, Landesbauordnungen und so weiter. Ich will die jetzt gar nicht allen im Einzelnen durchgehen, da kann man ja einfach mal drüber fliegen. Einige von den Sachen werden jetzt noch gleich auftauchen, zum Beispiel hier. Glasbemessungsnorm, da gibt es hier aktuell so ein bisschen eine Tätigkeit, da rührt sich ja was. Dass man da den aktuellen Stand mal wissen, habe ich auch eine Folie mitgebracht. Schauen wir uns zuerst mal an, wie so eine Scheibe überhaupt aufgebaut ist, dass man mal so ein Grundverhältnis dafür, ein Grundverständnis bekommt. Wir verwenden Glasscheiben, wer hätte es gedacht? Und man kennt in erster Linie Floatglas, das ist einfaches Fensterglas. Wenn man das beschädigt, zerbricht es in große gefährliche Scherbenstücke.
Ja, das ist auch ein Grund, weshalb ich das Thema Glas so interessant finde. Ich mache so eine nicht repräsentative Umfrage bei unseren Werksführungen im Werk. Ich frage dann einfach mal die Handwerkerschaft, übrigens, was für eine Glasscheibe ist denn eigentlich beim Dachfenster auf der Außenseite? Und das gilt für alle Hersteller, also nicht nur für uns. Das, was ich heute erzähle, gilt im Grunde genommen für alle Dachfensterhersteller. Ja, was ist denn da für eine Verglasungsart außen? Weiß das jemand denn darunter? Ist ja hier so Schwarmintelligenz versammelt, da weiß es bestimmt einer. Tschickibum. VSG ist schon mal gut, hat schon mal was mit G und S zu tun. Aber es ist tatsächlich ESG, Einscheiben-Sicherheitsglas. Und das ist, wie gesagt, meine Umfrage sagt auch, 85% wissen gar nicht, was da ist. Deshalb vielleicht mal ein Blick auf das ESG-Glas. Das ist nämlich Float-Glas, also einfaches Fensterglas, was man in den Ofen steckt. Das gibt es auch bei uns in Bad Mergentheim. Mit 600 bis 7 Grad, je nach Rezeptur, wird das dann gebrannt. Das geht an den Schmelzpunkt, wird dann aus dem Ofen rausgefahren in so einen Abkühlblock mit so Kühlturbinen. 1,5 Millionen Euro hat das Schmuckstück gekostet. Und nach diesem Brennen und Abschrecken, das wollen die Flachgasmechaniker zwar so nicht nennen, aber da entsteht eine Spannung. Die Ober- und die Unter-, also die Außenseiten sind, kühlen schneller ab als der Kern und dann entsteht so eine Spannung in der Scheibe. Dadurch entsteht dieses ESG-Glas. Wir nennen das übrigens der Einfachheit halber auch Hagelschutzglas bei Rothe und wir geben dort auch 15 Jahre Garantie gegen Hagelbruch, egal wie groß die Beulen sind, die da vom Himmel kommen. Das kann durchaus mal ein Thema sein, weil ich sag mal, wenn man das als Handwerker normalerweise schon gar nicht so genau weiß, dann weiß es der Bauherr, der Endkunde ganz sicher auch nicht. Und da kann man ruhig mal sagen, schauen Sie mal, Frau Schmidt, hoffentlich heißt jetzt niemand Schmidt, ich habe Ihnen jetzt hier ein schönes Dachfenster eingebaut. Darf ich Ihnen kurz zeigen, wie man das bedient und putzt dann auch. Und übrigens, wir haben hier spezielles Hagelschutzglas verwendet. Da sind Sie ganz sicher, wenn Hagelschlag kommt, da passiert im Fenster nichts, da können Sie sicher sein. Da weiß ich wenigstens, wofür ich mein Geld ausgebe. Und das ist standardmäßig bei jeder Verglasung so. Ich habe so einen auch mal mitgebracht und auch die vorhin schon beschriebene Billardkugel, wobei ich ehrlich gesagt immer einen Respekt habe, diesen Test zu machen. Das kann auch mal in die Hose gehen. Warum? Was ESG-Glas nicht mag, ist dieser kleine rote Hammer aus dem Bus. Den kennt jeder, der Notausstiegshammer. Die kleine Stahlspitze, die dringt praktisch in die Oberfläche ein und macht es putsch. Und dann haben wir einen Bruch von vielen 10.000 kleinen Stückchen, die dann kaputt gegangen sind. Die ganze Scheibe fällt in sich zusammen. Und deshalb wische ich auch immer mal drüber, dass da ein Sandkörnchen nicht drin ist. Und was ich auch nicht mag, ist ein Schlag auf die Seite, auf die Kante. Jetzt hört man auf jeden Fall schon mal den Schlag. Wenn man das mal simuliert, wenn so ein Hagelkorn auftrifft, was natürlich noch ein bisschen weicher ist als jetzt hier tatsächlich so eine Billardkugel. Holen wir das Ding wieder weg. Ja, eine Verglasungsart fehlt jetzt noch im Bunde. Das VSG-Glas, das Verbundsicherheitsglas, wie es dann so schön heißt. Ja, das ist jetzt zweimal Float aufeinander geklebt mit einer extrem reißfesten Folie dazwischen, dass wenn es kaputt geht, also wenn man die Scheibe jetzt beschädigen sollte und da drauf schlägt oder irgendwas passiert, dann zerbricht sie zwar, aber die Scheibenstücke bleiben. Übrigens im Auto zu finden, alle die Scheibenarten, die Seitenscheiben, das sind ESG. Also wer mal in irgendeinem Film gesehen hat, wenn man damit wie so ein Terminator mit einer Faust die Scheibe einschlägt und sich jemanden packt, das könnt ihr ja mal probieren, aber ordentlich Verbandszeug mitbringen, die Knochen sind alle hin, das kriegt man so oder von innen mit dem Fuß, keine Chance. Das sind die Seitenscheiben und die Frontscheibe, das ist dieses VSG-Glas mit mehr Sicherheit. Und das ist ja jetzt auch der Punkt, um den es bei dieser DIN 81008 geht. Ja, ich habe das jetzt mal Textsammlung genannt, soll man ja nicht so viel Schrift auf die Folie bringen. Aber im Grunde genommen ist es jetzt ganz aktuell, im Juli, also jetzt im Sommer, wurde diese DIN so verabschiedet, dass diese VSG-Pflicht, also diese bisherige Ausnahme, die es für Dachfenster gab, die entfällt. Es kommt die VSG-Pflicht auf uns zu. Das heißt aber, dass das jetzt erstmal umgesetzt werden muss in den Landesbeordnungen, in den einzelnen, die müssen praktisch aktualisiert werden. Und es gibt einzelne Beispiele, wo das bis zu einem Jahr gedauert hat, bis das praktisch an jedem Ort entsprechend umgesetzt wurde. Nichtsdestotrotz, also bei uns ist es jetzt auch seit Februar übrigens schon, das ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her, wir produzieren gar keine Dachfenster mehr mit Floatglas innenseitig. Wobei, sie dürfen, da sie die gültige CE-Kennzeichnung haben, trotzdem weiterhin verkauft werden. Also im Moment sowieso, weil wie gesagt, es ist noch gar nicht umgesetzt. Der Handwerker darf dann aber nach der Umsetzung
diese Fenster nicht mehr einbauen, weil er sich an die Vorgaben halten muss. Klarer Fall. Aber interessanterweise, ein Privatmann darf es immer noch einbauen, weil er selber verantwortlich für das, was er tut. Das ist im Grunde genommen der jetzige Stand. Wir warten auch gar nicht, bis das alles hier umgesetzt wird, sondern wir liefern im Grunde genommen VSG-Verglasung. Mehr Sicherheit für den Innenraum ist ja letztlich auch immer eine Überkopfverglasung, auch wenn es tiefer sitzt. Es könnte ja immer jemand spielen und irgendwie im Spielzeug hochknallen. Ne? Es gibt noch eine weitere Ergänzung dazu. Das Thema Glasstatik für schneereiche Regionen, da haben wir aber noch keine detaillierten Informationen vorliegen. Ist jetzt hier, glaube ich, auch nicht das Hauptthema Schneereichtum. Wer weiß, was noch alles kommt, aber im Moment, jedenfalls gehe ich mal davon aus, dass es nicht so ist. Schnee, jo. Gut. Ein tieferer Blick in den Aufbau, da sieht man schon, es gibt immer eine Außenscheibe, eine Innenscheibe. Diese Glasabstandhalterrahmen, Spacer, wie ich auch schon mal gehört habe zwischendurch. Und da sieht man schon, die sind von innen dran hohl und da ist ein Pulver drin. Und wenn man so eine Werksbesichtigung macht bei einem Unternehmen, die solche Scheiben herstellt, der kriegt dann immer eine Prise in die Hand und merkt dann, hoi, das wird ganz schön heiß. Das ist nämlich energetisch hochwirksam und zieht die Restfeuchte aus dem Scheiben zwischen. Wer so ein Fenster auf den Kopf gestellt hat, hat vielleicht schon mal gehört, wie es da drin so leise rieselt. Das ist gut, weil eine kurze und eine lange Seite ist mit diesem Granulat befüllt. Hydrophil, das zieht die Feuchtigkeit. Eine moderne Scheibe wird nicht mehr blind. Man hatte das ja früher so bis in die 90er, wo da nur Luft drin war. Man füllt diese Zwischenräume ja nicht mehr mit Luft, sondern das macht man ja seit NF das vorgegeben hat, wird das mit Edelgas gefüllt, mit einer speziellen Edelgasfüllung. Und zwar verwendet man hier bei so einer Zweifachverglasung das Gas Argon. Argon ist das typische Edelgas bei Zweifachverglasung und bei den sehr hochwertigen Dreifachverglasungen nimmt man Krypton. Ich weiß nicht, sind da welche Superman-Heft-Kenner hier? Da kennt man das. Das Einzige, was Superman schwächt, das sorgt halt auch dafür, dass es die Moleküle noch schwerer haben, durch diesen Scheibenzwischenraum zu kommen. Kostet auch 16 Mal so viel. So eine Premium-Dreifachverglasung kostet knappe 300 Euro mehr als das Standardfenster. Jetzt kostet das 700 Euro. Mit der Dreifach kostet es jetzt ein Tausender. Boah, fragt der Bauherr, lohnt sich das? Rechnet sich das? Amortisiert sich das irgendwann mal, dass ich das Geld überhaupt ausgebe dafür? Was sagt ihr dazu? Er sagt nein. Wozu soll ich es dann ausgeben? Wozu soll ich es dann kaufen? Gegenstimmen? Also ich behaupte, es rechnet sich. 80, 90, vielleicht 100 Jahre muss man halt heizen. Man muss die Schulden weitervererben oder einfach lange durchhalten. Mit anderen Worten, das stimmt. Er hat recht, bei weitem nicht. Dafür ist der Anteil einer Gebäudehülle viel zu gering und die Kosten viel zu hoch. Man sagt so über den Daumen grob, 6 Euro macht das aus pro Fenster pro Jahr. Da kann man lange heizen. Es sind halt andere Anforderungen. Homogene Gebäudehülle, Schwachstellenvermeidung, Bauphysik, Fördermittel, Umweltgedanke, Umweltschutz, was da noch so mit dran hängt. Ja, wenn man jetzt den Zwischenraum sieht, werfen wir nochmal einen Blick auf die Glasscheiben an und für sich. Ich habe ja auch ein Feuerzeug in der Tasche. Man kann ja prüfen, wenn man das hier so vorhält und langsam schräg von der Seite guckt, sehe ich ganz deutlich 4 Flammen, also 2 Pärchen. Jede Ebene, Außenscheibe, Ebene 1, 2, Innenscheibe, Ebene 3, 4, reflektiert das Licht. Das kann also jeder mal, wenn er möchte, das ausprobieren hier in der Pause. Und eine von diesen Flämmchen hat eine andere Färbung. Und das ist dann die Seite, wo innenseitig von der Verglasung, also diesmal von der Außenscheibe innen, wo auf innenseitig eine Edelmetallbedampfung aufgebracht wird. Weil die Gasfüllung gibt es immer nur zusammen mit dieser Beschichtung hier. Das heißt, wenn ich den Test mache und alle 4 Flämmchen haben die gleiche Farbe, dann ist es eine luftgefüllte Scheibe, hat nicht diese Edelmetall-Low-E, das ist praktisch so eine Energiereflexionsbeschichtung, die auch für einen besseren U-Wert sorgt. Die Scheiben bis in die 90er Jahre hinein waren alle 4 gleich, luftgefüllt. Ab da ging es ja dann los, dass man die Scheiben mit Gas füllt und dann entsprechend auch diese Beschichtung zusätzlich anbringt. Also das ist so für so einen Klugscheißer wie mich einfach ein toller Test, so ein Energieberater, Light, dass man mal guckt, wie sind denn die Fenster, wie ist denn die Ausstattung zum Beispiel im Fassadenfensterbereich. Ne? Dieser Abstandshalterrahmen, den wir hier sehen, der ist bei fast allen Typen, wer sich da schon ein bisschen auskennt, uns in der Zwischenzeit auch seit Februar die sogenannte warme Kante. Man hat also in der Vergangenheit auch das R7, wer das auch kennt, da macht man zwar immer noch so Aluminiumrahmen verwendet. Seit Februar ist das geändert worden. Man sieht es, wenn man aufpasst, man guckt in den Zwischenraum, ist das jetzt schwarz. Schwarzes Kunststoff-Inlay. Ja, er hat halt
eine schlechtere Wärmeleitfähigkeit, sorgt also nochmal für eine bessere. Und wenn es nur kleine Details sind, zugegeben im Fassadenfensterbereich macht es mehr aus, weil die sitzen raumseitig, die Glaspakete, warme Luft umgibt den Randbereich. Das Dachfenster sitzt ja, wenn man es mal genau betrachtet, auf der Außenseite von der Gebäudehülle, von kalter Luft umgeben, da ist der Effekt jetzt nicht ganz so groß. Aber wir kriegen natürlich in der Summe, dadurch diesen U-Wert, den Wärmeschutz immer besser hingezogen. Ja, was auch nicht so oft vorkommt, denke ich mal, in diesem Kreis, ist, dass man Fenster liefert, die über 1000 Meter über Null. Gut, wer weiß, wenn es hier Planer gibt, die vielleicht auch im Allgäu mal irgendwo ein Hotel bauen oder sowas, das müssen wir wissen. Wenn die Fenster auf über 1000 Meter Einbauhöhe geliefert werden sollen, dann müssen wir das wissen. Dann bauen wir in diese Abstandshalterrahmen ein Ventil ein, die das Ganze ausgleichen, dass uns das Ding nicht auseinanderhaut, ne? Weil der Luftdruck entsprechend ja nachlässt. Ne? Ja, so sieht so eine Scheibe aus. Außen ESG. Innen die Gasfüllung, dann die VSG-Scheibe innen. Da gibt es verschiedene Werte, verschiedene Angaben. Das ist aber so grundsätzlich der Aufbau. Und auch hier ist die Dreifachverglasung ESG, ESG und wieder VSG auf der Innenseite. Man sieht, hier kommen alle möglichen Beschichtungen dazu. Über die möchte ich im Anschluss teilweise auch noch was sagen. Da gibt es nämlich verschiedensten Beschichtungen. Ja, Sonnenschutz, Antitau, reinigungsunterstützend, was es nicht alles da noch so gibt. Da gucken wir uns ein paar noch von an. Welche Scheibe habe ich noch vergessen? Oh, da habe ich, dachte ich, die hätte ich irgendwo hochgezogen. Die poppt nachher irgendwann mal auf, die Ornamentverglasung. Hier sieht man jetzt mal so einen Ausdruck letztlich aus unserer Preisliste. Das ist unsere Basisverglasung. Hier sieht man schon, die hat der UW-Wert, also der U-Wert für das gesamte Fenster. Das ist ja immer das, was uns am meisten interessiert. Der liegt in der Basisverglasung jetzt schon bei 1,1. Oh, das ist schon ein toller Wert für die Basisausführung. Das liegt an der Summe der Maßnahmen, die wir da so in der Zwischenzeit getroffen haben. Hier sieht man, der G-Wert liegt bei 52%. Schallschutzklasse 2 mit 34 Dezibel Noise Reduction. Das sehe ich hier alles raus und das langt praktisch, um den NF-Standard zu erfüllen. Der liegt ja bei 1,4 noch. Ich weiß gar nicht, ob der mal irgendwann verändert wird, aber das ist wohl noch so. Das tun sie natürlich alle. Aber mehr auch nicht. Wer mehr will, geht in die Dreifachverglasung. Und hier sieht man jetzt mal so ein Premium-Glas. U-Wert 0,8, ich will da gar nicht so im Detail drauf eingehen, wieder der G-Wert. Ja, was sind denn das alles für Werte eigentlich? Das sollte man sich vielleicht auch mal im Detail angucken. Und da kommen wir dann auch noch mit dazu. Jetzt sehen wir hier das Wort Anti-Tau-Beschichtung bei den Dreifachverglasungen. In der Vergangenheit hat man oft mit so einer reinigungsunterstützenden Beschichtung gearbeitet. Gibt es teilweise immer noch. Wir haben aber in den Laufe der Jahre gemerkt, das hat nicht so funktioniert, wie man das im Marketing verkauft hat. Manche haben sogar gesagt, selbst reinigen. Das ist natürlich total irreführend. Da haben sich die Kunden zu Recht beschwert, weil der reinigt sich gar nicht selber. Und vor allen Dingen nicht die Kohlenstoffverschmutzung, die schon gar nicht. In der Zwischenzeit findet man auch bei den Dreifachverglasungen außenseitig eine Anti-Tau-Beschichtung, weil das große Problem jetzt so im Herbst und so ist natürlich, dass die Scheiben von außen beschlagen. Und dann habe ich mitunter, je nach Wettersituation, den ganzen Tag keinen Durchblick mehr. Da beschweren sich manchmal die Kunden, ja, was ist denn das für ein Fenster? Ja, eigentlich ist das ein gutes Zeichen, weil schon wenn es nur 0 Grad hat draußen, langt es schon nicht mehr, dass die Energie, die Heizluft, die Heizenergie durch die Scheibe hindurchgeht und außen die Verglasung, das Beschlagen verhindert. Also es ist schon ein enormes Zeichen für tolles Energiesparen, aber es ist natürlich nicht schön. Deshalb verwendet man jetzt hier in der Zwischenzeit eine Beschichtung, die das weitestgehend vermeidet, die also so die Wärme in die Breite zieht, dass diese Taubildung nicht so lange anhält. Das ist gut, wenn man das weiß, weil diese Außenbeschichtungen sind sehr zickig, wenn man mit Silikon arbeitet, also wenn man mit Glassaugern arbeitet oder die Rollanführung sprüht mit irgendwelchen Silikonsprays. Da gibt es ganz schlimme Flecken, die beim Transport entstehen können. Da sieht man nachher die Saugnäpfe. Also die außenbeschichteten Verglasungen jetzt mit dieser Antitau bitte nicht mit Silikon in Berührung bringen. Gut. Ach, da ist die Ornament. Ja, Entschuldigung, ja, die ist jetzt so eine verlorene Folie, die hatte ich vorhin eigentlich woanders umgebaut. Nicht, dass wir es vergessen, auch hier gibt es noch eine spezielle Verglasung,
das Ornament 504, wie es heißt, ein Strukturglas im Klo oder sowas, kann man auf ein Zubehör verzichten. Wenn man einfach sagt, wir nehmen eine Scheibe, wo keiner von außen reingucken kann, ist das eigentlich schon genügend. Interessant ist es, dass es das seit Februar auch als Dreifachverglasung gibt. Das konnten wir vorher nicht bieten. Jetzt bieten wir das, weil das ja auch als VSG hergestellt wird. Also jede Verglasungsart ist möglich mit Sichtschutzverglasung. Auch der Einbruchschutz ist ein Faktor, den man nicht vergessen darf. Ja, in Gebäuden, wo entsprechende Werte sind, kann man durchaus drüber reden, ob auch, ob ich zum Beispiel eine Verglasung haben möchte, die nur das Fenster überwacht. Das heißt, wenn ich das Fenster öffne, gibt es einfach einen Redkontakt, der ein Signal gibt. Oder es gibt auch, ja, hier oben sehen wir jetzt mit Öffnungsüberwachung und Beschädigung der Scheibe und unten nur Öffnung des Fensters. Also es gibt auch Verglasungen mit so einer Alarmspinne drin, wenn die jemand von außen einschlagen will, wobei man sagen muss, durch so eine moderne Fensterverglasung durchzugehen, das ist schon idiotisch. Ne? Also diese ESG, da muss man schon brachial oder mit dem Bushammer die erste und dann kommt die VSG-Scheibe, da muss man zig, bis die Folie mal durch ist. Ein Riesenlärm, eine Riesenverzögerung. Also da geht man besser an manche ältere Dächer, die nicht so schön aufgebaut sind, dann schiebt ein paar Ziegel weg und tritt da die Deckenverkleidung ein, durchs Fenster durch. Auch unsere Fenster haben eine Vierfach-Zentralverriegelung, da hilft auch kein Kuhfuß oder irgendwas. Also die Schwachstelle ist eh weg. Aber es gibt entsprechend Verglasung von uns mit so einer Alarmspinne drin. So, jetzt zu den technischen Daten. Das sind einfach so ein paar Begriffe, die man in dem Zusammenhang immer wieder hört. Das, was an Energie durch das Element durchgeht, was reflektiert wird oder aufgenommen wird in Energie, also praktisch eine eigene Erhitzung bringt. Das sind so Sprüche, man weiß im Grunde genommen, es geht in beide Richtungen durch die Scheibe Energie durch. Nämlich das, was ich einsparen möchte, das, was ich nicht als Eintrag haben möchte. Hier tauchen bestimmte Werte auf und die gucken wir uns auch mal genauer an. Das Licht, was eindringt ins Gebäude, das muss ich auch berechnen. Also es gibt in der Preisliste bei jedem Fenstertypen, bei jeder Fenstergröße, darunter auch die Lichtfläche in Quadratmetern. Ganz wichtiger Faktor, da muss ich aufpassen. Es gibt hier in der LBO auch entsprechende Vorschriften. Es gibt noch eine andere Art, das auszudrücken, aber das ist, finde ich, so, die man sich am besten merken kann. Die bewohnte, beheizte Grundfläche, mindestens 10%, es gibt auch wenige Ausnahmen in den Landesbauordnungen, muss mindestens 10% Lichtfläche haben, also ein 20 Quadratmeter Raum. Wohnfläche ab 1,20 Meter, ich kann mir das immer nicht merken, die Hälfte oder was war das da? Also die, so wie man Wohnfläche berechnet, davon 10%, 20 Quadratmeter Wohnfläche, 2 Quadratmeter mindestens Lichtfläche, das darf man auch nicht unterschreiten nach Landesbauordnung. Das ist zum Beispiel ein Grund für eine Mietminderung, ne? So, jetzt kommen die Werte. Den U-Wert, den kennt man schon. Der UW-Wert Window für das Fenster an sich, was ja der interessanteste Wert ist. Der UG-Wert für das Glazing, für das Glas, ist jetzt interessant, um das mal zu hören. Also unsere Dreifachverglasung haben einen UG-Wert von 0,5. Ah, da muss man auch sagen, da ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Die Standardverglasung hat 1, die Premiumverglasung 0,5. Das ist ein halber Punkt, den wir uns mit einem riesen Hiopi erkämpfen, mit 300 Euro Unterschied. Das ist auch Ende der Fahnenstange. Also das ist praktisch der Wärmeschutz. Jetzt gucken wir uns mal das an, was von außen eingetragen wird. Das ist der G-Wert. Ja, der taucht ja immer wieder auf. Ja, wir hatten uns gestern, ich weiß gar nicht mehr mit wem, wir haben uns gestern beim Essen unterhalten über diese tolle Glasarchitektur. Ja, die Herausforderung ist natürlich, die Sonne knallt hier rein im Sommer. Die Klimaanlagen laufen auf Hochtouren, energetisch natürlich eine Katastrophe. Der G-Wert ist im Grunde genommen das, was an Sonnenenergie von außen auf die Scheibe auftrifft, nimmt man einfach als 100% an und das, was innen herauskommt, das ist das, was man in Prozent angibt, also 50% heißt, dass die Hälfte der Energie, die von außen aufschlägt, innen wieder durchkommt. Der RW-Wert, Schalldämmmaß, das ist das, wie der Schall reduziert wird um Dezibel, die gucken wir uns auch nochmal genauer an, die einzelnen Geschichten. Ja, das mit dem G-Wert, man kennt das zum Beispiel aus dem Wintergartenbau, da gab es das mal so die Idee, dass man sagt, du kannst ja im Sommer weitestgehend deine Verschattung weglassen und in den Himmel genießen, weil wir das schön beschichten für dich. Und dann kamen nach einem Winter die ersten Anrufe, die Heizkosten sind in die Höhe geschossen, weil wenn man jetzt einen G-Wert von 33% hat, heißt es, dass von 100% Energie außen nur noch 33% innen rauskommen. Wir hatten, also das ist unsere Verglasung, das ist unser Wert, den wir bei unserer Sonnenschutzbeschichtung anbieten. Wir hatten auch mal einen Wert, der lag bei 28, da war aber der Unterschied so krass. Da haben wir die ersten Mustereinbauten gemacht, da haben die Kunden gesagt, ich habe jetzt eine ganz grünliche Gesichtsfarbe bekommen. Also das hat so ein komisches Licht gemacht, dass die Leute gesagt haben, also das ist nicht akzeptabel. Deshalb sind wir im Wert wieder ein bisschen milder geworden, aber immerhin. Man kann es aber eben nicht beliebig einsetzen. Es gibt durchaus Fälle,
Es gibt durchaus Fälle, da möchte ich durchaus einen Ertrag haben. Solarenergieertrag haben. Ne? Was hatte ich da übersprungen? Ja, das war. Ja. Gut, wo wird das eingesetzt? Erwünschter und unerwünschter solare Energiegewinn, das ist nämlich jetzt genau das Thema. Es gibt durchaus Situationen, wo ich den solaren Ertrag, Energieeintrag haben möchte. Nämlich jetzt, im Moment, im Herbst. Wer das kennt, Fenster zu, Sonne scheint, da kann ich in der Badehose dahinter stehen, fühlt sich angenehm warm an und das bringt natürlich Energie ins Haus, das unterstützt die Heizung. Beim Wintergarten war das natürlich ganz krass der Effekt, weil dieser Heizeffekt, dass das wie ein Heizkörper im Herbst, in der Übergangsjahreszeit vor allen Dingen Energie ins Haus getragen hat, da brauchtest du nicht zu heizen. Also wir heizen zu Hause auch nicht. Wir haben riesengroße Fensterflächen, wir lassen die auf am Tag, wenn Tageslicht ist. Jetzt gut, wenn es draußen so mostig wird, das Wetter, muss man natürlich dann trotzdem heizen. Ne? Es gibt aber auch den unerwünschten solaren Energiegewinn, also das Überhitzen. Wer unterm Dach wohnt und nichts macht und auf der Südseite ein Fenster hat, der weiß, dass er im Sommer im Keller schläft. Es gibt aber da beim ZVDH verbindlich eine Passage, die heißt: Sommerlicher Wärmeschutz ist bei der Planung zu berücksichtigen. Gegebenenfalls sind entsprechende Maßnahmen zu treffen. Das heißt, wer heutzutage in der Bauherrenberatung das Thema Sonnenschutz nicht wirklich anspricht, und zwar belegbar anspricht, der begeht hier einen schweren Beratungsfehler nach ZVDH. Wissen Sie, wo wir schlafen? Ruft er mich nach 2 Jahren an, im Keller. Und das ist Ihre Schuld, das hätten Sie uns sagen müssen. Da haben wir uns mal schlau gemacht. Das heißt, ich muss das tun. Da habe ich jetzt schon verschiedene Geschichten gehört, wie die Leute das machen. Ja, dass sie zum Beispiel, wenn sie ein Angebot schreiben oder eine Rechnung schreiben, so einen Textblock mit drin haben, auf sommerlichen Wärmeschutz wurde auf Kundenwunsch verzichtet. Von uns gibt es auch diese Checkliste für die Datenaufnahme im Bauherrengespräch. Dass man einfach mal guckt, wie wird denn der Raum genutzt, die Himmelsrichtung, wie ist der Wärmestandard und so weiter. Und da kann ich ja dann hier auch meine Notizen hinmachen und eine Kopie. Ja, da sammle ich einfach mal ein paar Daten, komme ins Gespräch, flache Dachneigung, Aufkehrrahmen. Also das ist so ein bisschen eine Vorlage für so ein Beratungsgespräch. Irgendwie würde ich das versuchen, das zu dokumentieren, wenn der Kunde sagt, nee, brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Sommerlicher Hitzeschutz geht natürlich einmal bedingt über diese Beschichtung. Wo kann man das jetzt einsetzen, wenn die G-Wert-Beschichtung doch irgendwie auch Makel hat? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen geht sie unter. Ja, so die letzten, ab 4 Uhr nachmittags kommt hier die Sonne durchgeschossen und macht uns die Bude warm. Ja, da mache ich jetzt eine Beschichtung hin, das hilft, da brauche ich gar kein Zubehör mehr extra zu kaufen. Und im Winter geht die Sonne eh da auf, da hat sie ihren Lauf und da geht sie unter, kommt sie eh nicht herein auf der Westseite. Dann habe ich auch keinen solaren Ertrag, Energieertrag, da könnte ich mir sowas zum Beispiel gut vorstellen. Oder auf dem Klo oder so, untergeordnete Räume, kleinere. Ansonsten sommerlicher, ich sage immer Hitzeschutz, weil es geht ja um Hitze und nicht um Wärme. Sommerlicher Hitzeschutz geht nur von außen über Reflexion, Absorption, wenn das Ganze hier die Transmission erlebt und erleidet, ist es schon zu spät. Oh, das kann man jetzt, das habe ich aber mal ein Stückchen größer gemacht auch. Da hat uns ein Kunde, der sich beschwert hat, dass seine Deckenverkleidung, das waren irgendwie so plastikbeschichtete, so Holzdekobrettchen, die würden irgendwie gelb werden oder so, und hat sich über unsere Fenster beschichtet, hat uns dann das Foto geschickt. Der hat da tatsächlich, vielleicht kann man das nochmal zurückgehen, Fenster, Innenzubehör an der Scheibe, 81,5 Grad gemessen. Ja, die Hitze geht durch, reflektiert am Zubehör. Jetzt kommt diese Low-E-Beschichtung, die ja eigentlich die Hitze erhalten soll, der eigentlich gut ist, aber jetzt baut sich ein irre Hitzepolster auf. Und bei den Temperaturen in den vergangenen beiden Jahren haben wir viele Anrufe gehabt, wo die Leute sagen, ja, Scheibe ist gerissen. Nicht viele, aber wenn ich am Telefon sitze, rufen ja nur Leute an, die irgendwelche Probleme haben. Scheibe gerissen. Ja, haben Sie Innenzubehör? Ja. Auf der Südseite? Ja, woher wissen Sie das? Ja, typisch. Typisches Paket, dass das auch mal in die Hose gehen kann. Wenn die Scheibe dann noch bei einer Montage mal irgendwo angeeckt ist, oder, dann kann auch schon mal sein, dass sie hingeht. Ne? Also muss was von außen passieren. Hier sieht man jetzt mal, das Blaue ist die Außentemperatur, die hier einen schönen Sommertag auf rund 33 Grad hochgeht. Und das Rote ist die Innentemperatur ohne Verschattung. Außenverschattung, und da sieht man mal, oh, jetzt stehe ich selber davor, ne? Ab 9.30 Uhr bis 22 Uhr, die grüne Linie ist nämlich die sogenannte Komfortzone, die so bei rund 26 Grad liegt. Wenn ich da nichts tue, dann wandert mir die Temperatur praktisch hoch raus aus der Komfortzone, hält noch irrsinnig lange drin und sorgt im Grunde genommen für ein ja, nicht komfortables Wohnen. Die orange Linie ist das mit Verschattung.
Und wie gesagt, das ist jetzt unabhängig vom Hersteller, diese Effekte sind immer die gleichen, macht doch jeder gleich. Also da kann man belegen, wer sinnvoll auf der Südseite wohnen will, der muss einfach was tun. Es gibt ja auch so Screens, was man rausziehen kann oder wie gesagt zumindest die Beschichtung, die man da einsetzen kann. Neues Thema. Man kann das ja schon kaum noch lesen, weil die Schrift, die überlagert ja alles. Ja, so ist das auch mit dem Lärm. Die Lärm belastet Leute. Vorhin hat ein Kollege auch heute Morgen schon gesagt, ja, in der Bahnlinie, vorne in der Bahnlinie, hinten die Bundesstraße, dann die Frachter, die da durchfahren. Da ist halt immer Pegel. Die Leute sagen, ja, man gewöhnt sich dran. Die Experten sagen aber, man gewöhnt sich an den Stress, der dadurch entsteht. Also man gewöhnt sich nur daran, dass man dadurch permanent gestresst wird. Das heißt, Wärmeschutz, ja, da ist schon viel getan worden, da sind schon alle aufgeschlaut, aber im Schallschutz, da kann man noch ganz schön was nachliefern. Wenn ich bei der Beratung bin und ich sehe, Mensch, Frau Schneider, läuft ja direkt die Straße, hört man den die Autos, ja, immer hört man nachts, ja, immer Tag und Nacht, auch, ja, wissen Sie was, für 60 Euro mehr würde ich Ihnen empfehlen, bauen wir eine Scheibe ein, die Schallschutzklasse 3 hat, dann hören Sie deutlich weniger von dem Lärm draußen. Ja, super. Weil wir haben ja verschiedene Klassen, zweifach, dreifach Verglasung. Bis hin zur speziellen Schallschutzverglasung. Ja, Schallschutzverglasungen machen natürlich nur da Sinn, wo auch der Rest stimmt, das heißt diese sogenannten Baunebenwege, die auch einzeln berücksichtigt werden können, auch im Dach natürlich ein Riesenthema, die müssen entsprechend sorgfältig ausgeführt werden. Ich habe jetzt hier im Internet mal so ein Foto gefunden, ja, wenn ich jetzt da eine Schallschutztür einbaue für 10.000 Euro und der Kabelkanal läuft durch, ja, dann mache ich so. Ruft der Kollege von nebenan, hast du gerade in die Finger geschnipst? Ja, weil der natürlich alles hört, weil das nebenan durchrauscht. Dann kann ich natürlich noch so tolle Elemente liefern. Es geht ja darum, dass man den Pegel runterbringt durchgehend. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Schallschutzklasse 3, 38 Dezibel Reduktion, da kann man sich das so vorstellen, dass wenn draußen eine Motorsäge mit 100 Dezibel brüllt, dass ich innen drin dann halt 62, habe ich richtig gerechnet, ja, praktisch um das Maß weniger den Pegel habe. Man kann die Dezibel tatsächlich einfach runterrechnen. Die speziellen Verglasungen, die man da einsetzt, sind auch tonnenschwer. Sie haben jetzt außen 8 mm VSG, übrigens keine Hagelschutzgarantie mehr, die ist davon ausgenommen, weil die kann theoretisch kaputt gehen, aber sie fällt zumindest nicht in die Stube. Innen 6 mm, also 8 und 6, dass man die akustisch entkoppelt, Eigenfrequenzen, Eigenschwingungsfrequenz. Ist also schon technisch ein entsprechender Aufbau. Und auch, wenn ich mir den Rest vom Fenster angucke, na, schön liegen bleiben, das ist jetzt mal so ein Flügelabdeckblech, so sehen die dann aus. Das sind solche Absorberschäume, noch so eine Schwerfolie noch reingeklebt. Also es ist jetzt nicht nur allein die Verglasung, ganz wichtig natürlich auch die Fensteranschlüsse, dass da nichts durchgeht und auch die Materialien, die verwendet werden. Ich habe mir das einfach mal im Internet gezogen, die Seite. Ich hoffe, das geht in Ordnung, weil es gibt natürlich Materialien, die mehr oder weniger gut geeignet sind für den Schallschutz. Wir haben vorhin diese Vorstellung da gehört. Also Material sollte man schon auch verwenden, was entsprechend diese Eigenschaften mitbringt. Jetzt gibt es Schallschutzklassen, jetzt gibt es Dezibel. Klassische Dezibel sind ja, 32 Dezibel ist ein Standardfenster, 38 rum ist Schallschutzklasse 3 und 42 Dezibel Reduktion. Das ist dann die Schallschutzklasse 4. Wir haben jetzt hier ein Fenster, spezielles Fenster entwickelt, ein Schallschutzfenster, das hat tatsächlich einen Dämmwert von 44 dB statt 42. Da könnte man jetzt sagen, die 2 dB kommt drauf geschissen, was soll das noch bringen? Aber die Freunde der Bauphysik wissen, dass dieser Anstieg nicht linear ist, ja, sondern exponential ist. Das heißt, dieser wahrgenommene Effekt, der wird hinten raus, da wo wir jetzt sind, immer stärker. Und das ist schon fast eine Verdopplung, die wir jetzt hier erleben, oder eine Halbierung, ich weiß nicht, je nachdem, aus welcher Warte man das sieht. Und weil man da herrlich drüber reden kann, aber sich das überhaupt nicht vorstellen kann, habe ich was zum Anhören mitgebracht. Nicht erschrecken, wenn das jetzt ein bisschen brummt vielleicht. Ich mache jetzt mal einen Zug, der direkt am Haus vorbeifährt. Heiliger Strohsack. Mach mal das Fenster zu. Also kaum zu glauben, das war schon drastisch. Jetzt habe ich ein ganz normales Fenster geschlossen. Das kann ich im Grunde genommen schon einigermaßen telefonieren. Ich höre natürlich, dass da draußen was passiert. Wenn man mal im Zug fährt,
Man rauscht durch die Landschaft und denkt sich, Mensch, da wohnen ja Leute. Das ist hier wie die Leben, wenn das Fenster auf ist. Das ist das größte normales Fenster, Schaltschutzklasse 2. Jetzt gucken wir uns mal die Schaltschutzklasse 4 an. Ah, das ist schon mal deutlich besser. Das sind jetzt 42 dB. Das, was man auf dem Markt verfügt. Ich kann jetzt schon mit Zimmerlautstärke sprechen. Das ist immer noch, man nimmt es zwar wahr, aber es ist immer noch erträglich. Jetzt probieren wir mal das Roto Q aus mit dem 44 dB. Dass der Kerl jedes Mal hupen muss, wenn er vorbeifährt. Irgendwie hat er was gegen mich. So, jetzt müssen wir schon alle ganz leise sein gleich. Ja, geh durch mit deiner Hupe. So, das sind jetzt die normalen Gleisgeräusche. Das ist schon eine Ansage. Das ist ja nicht nur ein Fenster, was man verkauft. Das ist ja Lebensqualität. Mehr Ruhe, mehr Entspanntheit, besseren Sex. Wer weiß, was alles dranhängt. Was man da alles verkauft. So. So viel zum Thema Dachfensterverglasungen. Zur Einstimmung auf das, was jetzt kommt. Nämlich, dass wir das Dachfenster mal in die Hand nehmen und in den Praxisteil übergehen, dass wir das Fenster einbauen. Besten Dank.